Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir mit unserem Rover hier auf Minmus gelandet und ziehen jetzt gerade die Station hier weg, damit wir dann Zugriff auf das kleine Hovergerät haben, um dann die Station hier mitzunehmen. Also ich würde sagen, das reicht. Bremsen aktivieren. Bremse das Timer runter. Mit der neuen Kombination an Bauteilen könnten wir natürlich auch gut arbeiten können in Zukunft. Ich nur noch das Teil so lenken, wie ich es will. Der Lenkprozess ist in diesem Fall immer so die Schwierigkeit. Leider. Also das ist... Rover auf Minmus ist gleich schwer zu bedienen. Ich will nur auf der einen Seite von Rover andocken, ihn greifen und ihn kurz betanken. Wenn das funktioniert. Wäre natürlich cool, wenn es funktionieren würde. Aber das können wir jetzt aktuell noch nicht herausfinden. Dafür müssen wir jetzt erstmal andocken. Natürlich auch einen passenden Andockpunkt finden. So schaut's aus erstmal. Ich muss halt schauen, dass ich die Arme vielleicht aus dem Weg kriege. Und halt irgend... Oder ich greife an dem Arm mal an. Schauen wir mal, wie das ist. Ich komme halt nicht wirklich viel höher mit dem Teil, ne? Gleichzeitig mal hier drüben schauen, dass wir hier... Schauen wir mal, ob wir den Arm auf die passende Höhe kriegen. Alles links, rechts. Das ist oben, unten. So, okay. Und jetzt hoffe ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme hier die Tanks. Und nehme... den Tank und den Tank. Ups, nee, ich wollte nicht. Die zwei Tanks. Und die zwei Tanks. Dass ich sage aus und aus. Dann füllen wir die anderen Haupttanks von dem Hover-Gerät auf. Und genau so können wir den jetzt auch betanken. Das ist vorteilhaft. Wir haben zwar einen Arm verloren. Aber ich glaube, mit zwei Armen können wir trotzdem fliegen. Wir sind immerhin sehr hoch mit der Schublast bei dem Teil hier. Und das sollte gleich zu einigen Vorteilen hierbei führen. So, jetzt muss der andere sich nur auffüllen. Schauen wir mal. Aber es funktioniert. Das ist vorteilhaft. Weil mit dem Greifarm können wir auch tanken. Das macht schon mal vorteilhaft für Raketen in Zukunft. Da fahren wir einen Tanker mit Greifarm hin, der dann andockt und füllt. Das sollte einiges einfacher machen. So. Halb voll schon. Frage ist, wie gut fliegt es jetzt dann nur mit zwei Antrieben? Den anderen kann ich nicht aktivieren, ansonsten haben wir ein Problem. Oh, das war gleich blöd, oder? So, wie voll ist denn der Tank noch? Dann nutze ich jetzt den da. Und fülle weiter hier auf. Also, der hat eh noch extrem viel Tank überhaupt übrig. Das ist Wahnsinn. Ich habe zwar die Musik lauter geschalten und hoffe damit, dass ich sozusagen grundsätzlich weniger danach Musik einschneiden muss oder umschneiden muss. Was ich jetzt machen muss, ich muss die beiden Tanks ausbalancieren. Okay. Bedeutet, wir sind hier fertig. Wir können abkoppeln. Wir fahren erstmal rückwärts. So.
Kann ich dann... Oh, fuck, nee, das war nicht der Plan. Erstmal muss der Arm zurückgenommen werden. Auf Standardeinstellung. So, okay, dann wird der Arm zurückgenommen. Grad so. Und dann der Arm zurückgedreht. Vorteilhafterweise haben wir den hier auch remote gemacht. Somit kann man jederzeit mit diesem Gerät arbeiten. So. Oh, jetzt ist... Oh Mann, warum kippt denn das immer? Aber ist ja wurscht. Wir wollen jetzt das Teil andocken und schauen, wie gut das funktioniert. Währenddessen versuche ich diese zwei Tanks anzupassen. Was hoffentlich relativ gut funktioniert. Ja, ganz gut. Schauen wir mal, dass wir uns gerade ausrichten und das Gerät zwischen die Beine nehmen. Und da war ein Stein. Geil. Die geringe Schwerkraft macht natürlich so ein Unterfangen immer sehr, sehr schwerfällig. Aber muss ja auch sagen, es hat immerhin funktioniert. Es hätte ja auch anders ausgehen können. Also wir sind ja echt... Ich glaube, den Kran könnte man rein theoretisch auch probieren zu verwenden. Weil er halt doch extrem gut zum Fliegen ist. Wenn man seine Kniffe kennt zum Landen, kann das, glaube ich, was werden. Jetzt richten wir das Ding langsam gerade aus. Okay. Dann vergleicht diese kleine Wohnung und dann dieses Riesenkonstrukt an motorisierter Technik, um es mitzunehmen. Aber lass uns mal den Arm ausfahren. Ich glaube, dann können wir ein bisschen weiter hinten packen. So wäre gut. Okay, wir sind jetzt nicht ganz mittig, aber... Okay, gepackt ist es. Jetzt wird der Arm zurückgenommen. Nope, und das in die andere Richtung. Ist auf jeden Fall jetzt schwerer, aber ich glaube, wir können mit dem fahren. Schaut gut fahrbar aus, schaut gut fahrbar aus. Das ist echt gut. Also schaut mal, wie bodenfrei das ist. Ich habe echt gedacht, das wird schlimmer. Wie hoch schnell können wir denn beschleunigen und wie weit kommen wir mit dem Ding? Rein theoretisch könnten wir sogar fliegen. Rein theoretisch. Aber ich glaube, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Dafür bräuchte man eine Version, die nach oben guckt noch. Aber 3,94 Meter pro Sekunde, das ist gar nicht schlecht. Also klar, du brauchst jetzt eine halbe Ewigkeit wahrscheinlich ans Ziel. Aber du kannst ihn einfach fahren lassen in dem Fall.
Wenn ich eh in die richtige Richtung fahre. Also ich muss eh Norden. Ja, ich fahre jetzt. Ich würde sagen, ich fahre circa in die richtige Richtung. Schauen wir, wie schnell wir beschleunigen können. Und da hinten ist unser kleines Fluggerät. Schaut euch das Ding an. Das ist, ich finde das mega cool. Es hat schon was. Vor allem durch die Überstromgeneration sollten wir auch genug Strom die ganze Zeit haben. Oh, oh. Das ist natürlich die Gefahr. Dass genau sowas passiert. Das ist der unvorteilhafte Nachteil an einer Bodenstruktur, die zu beschaffen ist. Come on! Ich hoffe einfach, dass somit die ganze Stabilität ein bisschen noch besser ist. Ich will außerdem von hier steuern. Somit habe ich einen direkten Blick nach vorne. Ich habe schon wieder von dem Mittelpunkt gesteuert. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Aber mit 8,5 Meter pro Sekunde. Ja. Na, guter Kilometer ist das schon gewesen, würde ich sagen. Und dafür mit Gewicht und... Oh. Richtet er sich selber aus? Punkt. Wenn er so ein bisschen selber steuert, kann man natürlich das gut steuern, hoffentlich am Ende. Ich habe leider jetzt kein Rover-Script oder sowas. Hm, das ist ja cool. Aber schaut an. Ja. In 3 Jahren sind wir da. Ich würde das Schiff gern umbenennen. Erstens ist es ein Rover. Zweitens ist das der Crane of Minmus, nennen wir ihn jetzt einfach. Crane of Minmus. So, der Crane of Minmus. Annehmen. Oh, 11 Meter pro Sekunde. Kann man sehen lassen. Alle 10 Sekunden sind das 112 Meter. Ja. 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 Und wir können immer noch erhöhen. Das Problematische ist, je schneller wir nach vorne natürlich fahren und die höheren Hubbel kommt, desto weniger kann sich das Fahrzeug wahrscheinlich am Ende ausbalancieren. Und das ist wahrscheinlich eher das Problematische dann am Ende. Aber wir treiben es trotzdem ans Limit. Schneller wir sind, desto besser kommen wir ins Ziel. Oder schneller kommen wir ins Ziel. Alter, wie so ein kleiner Hopper. Bang. Schaut euch das an. Wir haben da unten unsere Wohnkapsel hängen, die notgelandet ist. Und die sitzt stabil jetzt da drauf. Finde ich cool. Finde ich echt cool. So. Immerhin müssen wir jetzt dann eigentlich noch ein Recycling-Center hochbringen, eine Baustruktur und das alles dann miteinander kombinieren. Das wird interessant. Das wird echt interessant. Aber als erstes müssten wir eh eigentlich mal Lebenserhaltungssysteme auch dann hochbringen. Bevor wir wirklich Kerbals für länger oben halten wollen dann, sobald die Station angekommen ist, brauchen wir Lebenserhaltungssysteme. Wir müssen alles kombinieren, alles zusammenstecken. Das kann natürlich ein dezenter Aufwand noch werden. Ey, schaut euch das an. Wahnsinn. Die Strecke ist ordentlich. Wir müssen zwar noch über 12 Grad nach oben und 6 Grad nach Westen. Aber, oder 6 Grad, nicht nach Westen, nach Osten. Upsala. Aber mit 15 Meter pro Sekunde hat das Ding eine ganz ordentliche Pace drauf. Besser als erwartet. Natürlich ist es allgemein so ein bisschen blöd halt, wenn du
die geringe Schwerkraft mit brennst. 15 Meter jetzt am Boden wäre natürlich stabiler, weil, oder auf Körben, weil einfach die Gravitation uns besser am Boden hält. Wir haben dann eine höhere Bremsgeschwindigkeit, aber durch die Solarpaneele interessiert uns das nicht. Jetzt fliegen wir halt zwischendurch auch mal, wenn es sein muss. So wie jetzt. Und ich habe Angst, dass uns irgendwann die Station dafür dann auf den Boden knallt. Ehrlich gesagt. Aber ja, das ist eigentlich wurscht. Wenn ihr das außerdem seht, bin ich aktuell beim Umziehen. Das ist mein zweiter Tag im Umzug. Und auch der letzte Tag meines Umzugs bedeutet, wenn ihr das seht, sollte hoffentlich mein System wieder laufen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem, weil das sind die letzten, oder diese Woche ist die letzte Woche, die ich noch in der alten Wohnung aufnehme. Was bedeutet, es ist bald alles anders. Dann werde ich mit Greenskin auch hoffentlich arbeiten können und. Schauen wir mal, vielleicht werden wir auch Streams in Zukunft mal machen. Wir werden es sehen. Guck mal, da ist ein Berg. Das sind über Steine, die würde ich gerne aufsammeln, aber ich habe jetzt kein Fahrzeug dafür. Alter, das geht schneller als. Okay. Soll ich mal zugeben, dass ich echt gedacht habe, das Ding ist langsamer? Lol. Also ich könnte ja auch fliegen, rein theoretisch. Aber die Situation mit der Hover, mit dem Arm, weil ich würde den Arm dann umdrehen, ist mir zu riskant, vor allem weil er jetzt so wobbly ist. Will ich das Risiko eigentlich nicht eingehen. Ich hätte den gern auf Zero ausgenullt. So, fixiert. Oh fuck, jetzt, genau, das ist problematisch, das ist problematisch, das ist problematisch. Und adieu, Schubkraft. Wir haben eine Kapsel verloren. Rotier dich. Rotier dich zurück, rotier dich zurück, rotier dich zurück, rotier dich zurück. Deswegen sollte man nicht mit Vollkaracho nach vorne fahren. Eigentlich. Der schaut doch jetzt scheiße aus. Ach Mann, sogar eine Batterie haben sie uns gestohlen. Hi, na, wie geht's? Machst du eine kleine Rundtour, genauso wie wir? Okay, wir werden jetzt langsam die Geschwindigkeit reduzieren. Ich habe nicht die Vermutung, dass das durch mein Tun hier kam. Wir werden alle Sachen stabilisieren. Aber ja, Leute, ich glaube, das war schon eine lang genug Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.